Aloha, meine Lieben, und willkommen zur nächsten Episode von 7 Days to Die. Eigentlich wollte ich das noch zu Ende bauen, aber draußen ist Halligalli angesagt. Deswegen gehen wir zuerst mal gucken, was die alten Pissflitschen da wieder veranstalten. Diese alten Kackärsche. Was ist denn mit euch los? Warum? Warum tut ihr das? Ich habe vor allen Dingen ja nichts gemacht, außer Bergbau. Wunderbar, ich freue mich. Also, ich bin jetzt unten auf dem Bedrock. Da müssen wir in der nächsten Nacht mal gucken, dass wir das fertig machen. Ihr seid doch alle Kacke. Ehrlich. Euer Ernst hier. Oh, jetzt treffe ich die Alte nicht. Ja, eine kleine Horde. Wir haben jetzt aber fast 4 Uhr. Ich wollte nur noch mal ganz kurz... Es ist ja wunderbar. Wir looten da gleich mal. Oh, okay. Wir sind jetzt unten auf dem Bedrock. Ich habe noch natürlich diese paar Meter noch ein bisschen weiter gemacht. Ich würde jetzt gerne noch hinten ein bisschen... nur ganz kurz mal ein bisschen in jede Richtung, damit ich halt, wenn ich da angekommen bin... von der anderen Seite dann auch den Gang direkt finde. Deswegen muss ich mal... Ah, oh, dieses Geräusch. Okay, Tag 35. Wir werden jetzt Tag 34 nochmal... Eieieiei. Gottes Willen. Meine Zähne fallen mir aus bei diesem Geräusch. Oh, was war denn das? Ach so, ich lande immer wieder auf der Leiter. Ja, das ist schlecht. Aber müssen wir es hier eher hier machen. Damit ich dann, wenn ich hier rauskomme, auch nicht dran vorbeibuddel. Sondern, dass ich dann hoffe, das Loch hier zu treffen. Aber ja, das machen wir dann in der nächsten Nacht, machen wir das. You're now level 113 and you have 100 unskill points to spend. Okay, wir müssen uns auch mal mit unseren Skill Points auseinandersetzen. Wow, wenn wir noch... Wuss... What in the world? Okay, wir gehen jetzt erstmal hoch und räumen erstmal Schissel weg. Okay, hier muss man geduckt durchlaufen. Wir haben jetzt jede Menge Steine. Ich muss die Steine jetzt leider hier nochmal reinbappen. Und dann müssen wir es doch ein anderes Mal mitnehmen, weil ich werde jetzt nicht da runterlaufen zu den... Obwohl, doch. Ich werde... Entschuldigung, meine Lieben. Ich werde doch zu den Forges laufen, da ich die ja laufen lassen muss. Wir brauchen die ja zwingend. Okay, hier kommt aber auf jeden Fall der Cowboy-Hut hin. Yeehaw. Hier kommt die Aloe-Cream rein. Dann tun wir hier nochmal so lange das Zeug rein. Das brauchen wir erst gleich. Ich werde jetzt hier nochmal eben... Diese, ach, ich habe 2 Forges gemacht. Stimmt. Ja, guck, die können wir doch dann auch direkt mitnehmen. 287er, sehr gut. Dann nehmen wir noch die beiden Forges mit. Dann können wir nämlich unten mal fett einschmelzen lassen. Wir brauchen ja noch weiterhin Zeugs ohne Ende. So, hier kommt nochmal das rein. So, und dann laufen wir eben darüber und dann haben wir es eigentlich. Ich tue hier auch nochmal die Leiter rein. So, und dann machen wir noch einen kleinen Ausflug. Dann müssen wir jetzt leider immer noch außen rum, weil der Zugang ja noch nicht ist. Das wird schon gut, wenn wir unterirdisch alles verbunden haben. Da muss man auch diesen... Ach, die wollte ich auch noch looten da unten. Hm. Ja, das können wir gleich... Wir müssen ja eh dann zum Minibike laufen. Komm, geh runter, ohne dir die Beine zu brechen, danke. Ja, das finde ich sehr umständlich hier, dieses... Nein! Geh! Dieses in die Mine gekommen. Und...
Ja, aber wir haben schon viel gegraben, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nur noch mal diese ganzen Iron-Vorkommnisse wirklich nutzen und ausnutzen, damit wir da auch einiges an Eisen irgendwie an den Start kriegen. Ich glaube, die Forges laufen jetzt nicht mehr. Doch. Coole Sache. Wir legen einfach noch mal Holz nach. Hier das noch. Genau. Die können jetzt einfach laufen ohne Ende. Alles klar. Hier haben wir Stiel. Habe ich hier noch. Ich tue hier mal ein bisschen Stein rein. Ja, Clay habe ich noch ein bisschen. Wir müssen auch noch Clay besorgen. Ich lasse hier jetzt einfach nochmal Forged Steel komplett durchlaufen. Nein, doch nicht. Ich mache 100. Der Caliper ist hier drin. So, dann mache ich noch Steel Arrowheads. Davon machen wir auch nochmal 300. Können wir nicht. 260. Okay, das lassen wir durchlaufen. Dann stellen wir die beiden anderen Forges hier mal hin. Ich weiß noch nicht wie, wo. Ja, close enough. Das ist schon gut so. So, haben wir noch die Anvils dabei? Einen haben wir noch. Und tu mal Anvil mal hier rein. Wo habe ich ihn jetzt hingetan? Da. Hier kommt 267 rein. Und hier lasse ich dann auch noch mal Eisen einschmelzen. Aber da bräuchte ich halt auch Clay. Egal, wir schmelzen erstmal das Eisen ein. Klong. Und hier noch mal eine mit Stein, würde ich mal sagen. Da muss ich die Anvils noch von oben mitnehmen. Alles klar. Dann kann hier jetzt rein Sand. Der Stein. Was habe ich denn jetzt noch dabei, was unnütz ist? Ah, die Nägern, wo hätte ich eigentlich auch nicht mitnehmen sollen? Lead. Ich muss Lead auch einschmelzen. Wir packen erstmal den Clay hier rein und ich werde hier mal eben. Sorry, Leute. Hier mal eben Lead einschmelzen, weil wir brauchen auch hier Buckshot und sowas alles. Genau. Das ist jetzt schön, das schmilzt hier schön ein. So, dann ziehen wir da drunter, das, falls wir noch irgendwas sehen, und dann fahren wir jetzt mal los. Wir brauchen hier auch noch jede Menge Scrap Iron. Oh, warum läuft die nicht mehr? Oh, die hat kein Holz mehr. Wie gesagt, hier können die alle laufen ohne Ende. Hier lassen wir auch schön wieder Zement raus. Und diese haben wir jetzt erst gerade angefangen, das dauert. So. Jetzt habe ich aber alles. Madonna mia. Wir gehen hier raus. Die beste Tür, ich lasse sie mal offen, wenn das kein Fehler ist. So, dann können wir nämlich von hier aus eben einen Rechtsschwenker machen, bevor wir zu unserem Minibike gehen. Und mal eben die ganzen Hyopies da looten. Okay, den Hundetag haben wir tatsächlich überstanden. Hui. Ohne Hunde. Das ist doch mal ein Hundetag. Also ihr wisst ja, ne, meine Liebe für Hunde ist unendlich, aber. Hier muss ich aber doch mal eben reparieren, weil das Reparieren ist einfach so viel günstiger bei diesen Dingern. Oh, dreimal Duct Tape. Ja, hier haben die ganz schön geballert. Weg mit euch. So, dann können wir das mal eben schnell. Weg, 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 weg. Habe ich noch Eisen? Okay, jetzt habe ich keinen mehr. So. Was habt ihr noch dabei? Nur Schissel. Doch nicht. Na, komm, kann ich an dich dran? Ja. Empty. It's fucking empty. So, jetzt muss ich euch leider noch eben wegkloppen.
Weg, weg, weg. So, Ressourcensteine sind unsere... Ja, wir müssen irgendwann ins Schneegebiet, das ist mir klar. Aber das ist jetzt erstmal unser Ziel. Ja, der Zaun bringt halt einfach nichts mehr. So, wir babschen mal eben da oben in die Kiste die unnötigen Klamotten ein, die wir jetzt gerade wieder gesammelt haben. Und dann fahren wir einfach mal. Hier haben wir auch noch ein bisschen Brass und sowas drin. Das muss ich dann auch irgendwann mal bei Zeiten einschmelzen. Ja, die Nägern kann eigentlich auch hier rein. Die brauche ich nicht für unterwegs. Und die Erde auch. Und das Eisen, das Stiel kann auch hier rein. Ja, das können wir mitnehmen. Da finden wir eh Neues von. Okay. Coolio. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir hinfahren. Mann! Immer diese Beinbruchgeräusche. Machen die nicht fertig. Ich biege jetzt hier einfach mal links ab. Und ja, ich meine, rechts kommt man in ein Destroyed-Gebiet. Da will ich jetzt nicht hin. So, ich glaube, wir fahren einfach mal wieder da. Ach, ist hier auch noch Kram drin? Ja, ja. Ja, ja. Ihr alle. Hier muss doch irgendwo ein Weg jetzt mal abgehen. Da ist noch ein Schweinchen. Hier sind noch ein paar Steinchen. So. Empty, fucking empty. Wo hat sich denn hier ein Schwein wehgetan? Ich hab's doch gehört. Oh. Weg ist er. War hier irgendwo jetzt ein Schwein? Was? Ah, nee, das lebt noch. Nee, dann lassen wir dich jetzt auch mal leben. Dann, hauen wir jetzt hier mal so ein paar Steine mit. Sind die irgendwann eigentlich mit einem Schlag weg? Ja, ne? Wahrscheinlich, wenn die Magentafarben sind, bei 500 oder was? Das ist natürlich not too shabby. Hier war jetzt ein Stein, habe ich nicht gerade mehr gesehen. Interessant. Naja, dann machen wir die mal weg. Aber irgendwie kommt da kein Potassium raus, oder? Doch. Okay, das wird einfach nur nicht angezeigt da. Das schlucken wir mal direkt. Da müssen wir eigentlich eins hochgehen. Ich glaube, ich hatte eine ungerade Zahl beim letzten Mal. Aber ich glaube, der merkt sich das nicht irgendwie. Okay, also immer nur nehmen, wenn du zwei auf einmal nehmen kannst, ja? Das ist ja so die Devise, oder wie? Okay. So. Oh, mein Nase juckt. Ach. Wie immer. Beim 7-Day-Spielen, das ist echt. Da oben könnten wir auch mal hinfahren. Aber wie soll man da hinkommen? Da ist ein Weg und dann kommt so ein. Das ist ja super. Oh, wir brauchen auch noch Federn. Warte mal, ich habe hier gerade irgendwo ein Nest gesehen. Ornat. Nest, ich hab dich gesehen, aber jetzt bist du weg. The Nest has left the building. Schissel. Ja, egal. Ja, da würde ich gerne mal hin zu der Hütte da oben, aber irgendwie ist der Weg halt eher ein Witz als alles andere, ne? Ha. Huh. Ja, dann fahren wir halt da so querfeld ein. Oh, hier sind auch noch ein paar Steine. Nee, ich setze mal eben zurück Richtung Straße. Guck mal, wie das Licht aussieht. Oh. So, dann nehme ich hier mal eben die ganzen Steine noch mit.
Das ist alles nur Kleinvieh, ne? Das ist mir schon klar. Wie gesagt, wenn wir mal eine Höhle finden oder am besten Schneegebiet war, glaube ich, Potassium. Ich weiß, ich kann das irgendwo nachlesen. Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Irgend so ein Handbuch oder so. Was wir auch dabei haben. Nein. 14 Minuten nehmen wir schon wieder auf. Mama mia. So. Ja, die nehmen wir jetzt alle mit. Die Steine, die jetzt hier liegen. Das ist ja auch unser Hauptziel, hier so ein paar Steine mitzunehmen. So, da vorne auch noch. Aber die spawnen dann doch nicht nach, ne? Die Steine. Es gab ja mal unterschiedliche Meinungen dazu, ob hier sowas wie Ressourcensteine auch nachspawnt. Und mal ja, mal nein, wurde gesagt. Deswegen weiß ich jetzt halt nicht. Aber es ist super cool, dass du halt aus diesen Steinen alles schon ein bisschen rauskriegst zumindest. Wofür braucht man eigentlich noch Kohle? Schießpulver, ne? Sonst, früher, also Fackeln kannst du dir ja mit Kohle nicht mehr machen. Leider. Ich glaube, sonst, wo braucht man das noch für irgendwas? 11. Ja, Federn müssen auf jeden Fall noch an den Start, meine Lieben. Ja, aber in diesem Waldgebiet, finde ich, also in dem Pinienwald oder was das hier ist, findet man nicht so ganz geil die Nester, finde ich. Das ist eher in dem richtig grünen Wald. So, das war's, ne? Gut, dann gehen wir jetzt zum Minibike. Und dann fahren wir mal hier weiter hoch. Weil da oben war, glaube ich, das war nur so eine kleine, wahrscheinlich auch eher unbedeutende Hütte. Komm. Ja, sehr, sehr klein. Okay, das stelle ich zwischen den beiden Bäumen hier ab. Aber es ist auf jeden Fall... Fand hier mal eine kleine Party statt. Oh nein, ey, diese Zappel-Haiopais. Okay. Empty. Fucking empty. Hör ich noch ein? Die ist wahrscheinlich da drin. Ja, mach genau, mach schon mal auf, dann habe ich gleich nicht mehr so viel Arbeit. Und ich muss mal oben wieder umarrangieren. Du machst aber eine komische Ecke auf jetzt hier. Ui, voll daneben. Ich glaube, dafür sollte ich eigentlich nicht nochmal einen Pfeil benutzen. Dann auf irgendwas zu wechseln, ist mir auch ein bisschen anstrengend. Eine kleine, aber feine Hütte? Nee, Scrap. Scrap. Not too shabby, my friend. Thank you. Okay. So. Aber hier, viel ist nicht mehr übrig geblieben. Was kriege ich eigentlich, wenn ich den Ofen auseinandernehme? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nur so Electronic Parts und so, ne? Keine Mechanical Parts. Ne. Okay, Mechanical Parts gibt's nicht. Niet. Soll ich den Schmuck mitnehmen von denen? Ah, ich meine, ist sehr schnell weggeschlagen. Weg. Ach, das muss jetzt auch reichen. So, wir gucken mal eben. Holy shit, wir sind voll. Okay, das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Die Erde brauchen wir nicht. Das tun wir mal da rein.
Das habe ich jetzt eh nicht dabei. Hier können wir mal was trinken. Okay. Dann haben wir wenigstens so ein bisschen leer gemacht. Ich fahre jetzt hier einfach mal kurz oben lang, auch wenn das irgendwie wahrscheinlich nicht so super schlau ist. Aber hier, guck mal, jede Menge Ressourcensteine. Das müssen wir jetzt leider nochmal mitnehmen. Ja, das ist halt echt, ne? Ein bisschen Potassium kommt da schon bei rum. 10 sind in jedem Stein drin. Ich weiß nicht, wie viele man für Fertilizer braucht. Ich glaube 30 oder so. Das heißt, du brauchst alleine schon 3 Steine für einen Fertilizer. Aber es kann auch sein, dass das jetzt Bullshit ist. Ich weiß nicht ganz genau. Aber ich meine, es war mehr als 10 beim Fertilizer. Ich muss mir mal eben hier markieren. Hast du was dabei für mich? Ich finde es einfach nur großartig, dass die Nurses echt immer Kohle dabei haben. Das finde ich so unfassbar. Also wie kommt man da drauf? Warum? Krankenschwestern verdienen ja eher viel zu wenig für das, was sie machen. Und dass ausgerechnet die dann immer hier die fette Kohle am Start haben. Ich meine, fette Kohle war jetzt auch nicht fett, aber wisst ihr, was ich meine? Weil dreimal im Kreis gedreht, hast du das Minibike schon wieder verloren. Klar weißt du, wo das ungefähr ist, aber ich finde halt diese Zeit so unnütz, die man dann irgendwie so von rechts nach links läuft. Und ich finde, das Minibike ist sehr gut getarnt, sodass du das sehr leicht verlieren kannst, weil es sich einfügt in das... ja, in die Optik der Umgebung. So, wir haben 21 Minuten. Dann fahren wir gleich noch ein bisschen weiter und dann mache ich mal einen Cut und dann gucken wir mal, wo wir noch hinkommen. Also wie gesagt, Tag 35 nutzen wir, um so noch ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Vielleicht noch ein paar von diesen dickeren Spikes zu setzen. In der Nacht will ich versuchen, diesen Zugang endlich fertig zu machen. Wir waren schon relativ weit. Wir müssen halt in der Polizei ein bisschen, wie gesagt, weiter noch nach rechts und nach links graben, damit wir dann, wenn wir den Eingang oder den Durchgang fertig haben. So, dann tun wir hier noch das Potassium. Jetzt haben wir 310. Oh. Dann zieh mal das an. Können wir das... Ja, komm, das können wir auch mal essen. Das können wir nochmal scrappen. Die können wir auch nochmal. Aber viel Kohle kommt da auch nicht bei rum. So. Jetzt müssen wir hier aber natürlich aufpassen, dass wir nicht irgendwo reinfahren in die Mitte unseres Verderbens. Aber ich glaube, ich fahre auch direkt mal zur Straße runter. Weil das hat jetzt irgendwie keinen Sinn, hier lang zu fahren. So. Alles klar. Dann, ich weiß, hier kommen wir zu der Stadt, in der wir schon waren. Wir fahren jetzt aber einfach mal. Und ich habe schon wieder diesen komischen Bug, dass ich aussehe, als würde ich Lichtgeschwindigkeit fahren. Das ist so ein bisschen anstrengend, meine Lieben. Komm, wir nehmen das mal eben hier auseinander. Empty? It's fucking... Meine Mutter hat mir gerade eine SMS geschrieben, deswegen gucke ich gerade da so... Nehmen wir das Thema auseinander. Für wie ist denn das Wetter jetzt überhaupt schon wieder? Hör ich was hinter mir keuchen? Okay. Alles klar. Hier können wir dann mal... Boah, ist das wieder diesig. Ach ja. Ey, vielleicht ist das mal was, was wir tatsächlich erreichen können. Oh. Was? Warum? Warum? Müssen wir jetzt einmal hier mit der Kirche ums Dorf oder was? Geht vor. Jetzt komme ich da natürlich nicht hin. Ich muss mal gucken, wie es da hinten aussieht. Oh.
Entweder rüberschwimmen, also hier absteigen und rüberschwimmen. Wo hakt es denn? Ich weiß ja nicht, wie weit wir außen rumfahren. Ah, nee. Ach, guck mal. Da vorne geht's ja rum. Genau, hier. Schlauf mal lieber in die andere Richtung. Er bringt dich nicht selber in Gefahr. Okay, dann fahren wir jetzt hier leider mal so ein bisschen querfeldein. In der Hoffnung, nicht irgendwo rein zu dongen. Hier könnte man eigentlich auch mal absteigen, ein bisschen rumlaufen wegen Nestern, ne? Ich glaube, ich mache das gleich auch mal, wenn ich da oben angekommen bin. Dann markiere ich das Bike. Weil hier ist viel schönes grünes Gebiet. Ja, und endlich mal nicht im Wasteland gelandet. Also alle anderen Kisten sind ja im Wasteland verschollen irgendwie. Das muss doch langsam mal hier kommen. War das so weit weg? Da. Natürlich ist da direkt so eine Tante am Start. Ist klar. Die hat aber auch nicht so schlechtes Zeug dabei. So, wir werden jetzt hier mal eben... Was hat denn das Minibike jetzt gemacht? Nicht, dass ich mir das jetzt hier verglitsche. So, und dann nehmen wir hier mal ein bisschen. Und ich laufe jetzt hier dann mal so ein bisschen drumrum. Jede Menge Schematics. Reed. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Die scrappen wir. Das scrappen wir. Das scrappen wir. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen... Seht ihr, ich habe das Minibike markiert und habe es trotzdem fast verloren. Wir stellen uns mal eben hier hin und markieren auf der Straße Quick Save Point, damit wir auch wissen, wo wir ungefähr hinlaufen müssen. So, und dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. 27 Minuten. Meine Lieben, ich mache hier einen Cut und hole euch gleich wieder dazu. Bis dann. Aloha.